Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Knauf Daily. Heute am Börsenmontag. Ja, jetzt läuft sie, die letzte Handelswoche vor Weihnachten. Und die Frage natürlich der Marktteilnehmer, ja, bekommen wir noch eine Winter- und eine Weihnachtsrallye oder ist die vielleicht letzte Woche durch die Entscheidung der Notenbanken, Federal Reserve und EZB, vielleicht abgesagt worden? Nochmal zur Erinnerung, wir haben ja letzte Woche zwei Zinsschritte bekommen in den USA und in der Eurozone jeweils 0,5%. Das war auch nicht das Ausschlaggebende, das hatten die Marktteilnehmer genauso schon erwartet, aber die anschließende Tonalität, das sogenannte Wording, ja, das zielt natürlich darauf ab, der Notenbanken auch im nächsten Jahr tatsächlich geldpolitisch weitere Zinsstraffungen nach oben zu vollziehen. Ja, die Amerikaner liegen jetzt bei 4,25 bis 4,5% Zinsen, wir in der Eurozone bei 2,5%. Aber wir haben natürlich auch das Thema Energiekrise, was natürlich die USA letztlich nicht hat. Und zudem haben die Amerikaner eine Inflation, die in etwa bei 7,7% liegt. Wir liegen aber weit über 10%. Und da ist natürlich die Frage, kommt man da mit 2,5% Zinsen tatsächlich gegen an? Das allerdings hat natürlich letzte Woche dann schon für Verirrungen gesorgt. Ja, die Anleger und Anlegerinnen, die der Meinung waren, nächstes Jahr könnten die Zinsen sogar schon wieder abgesenkt werden. Ja, die sind natürlich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Heißt also auch 2023 wird es mit den Zinsen weiter raufgehen und wie lange sich dann die Zinsen auf diesem Niveau halten werden, ja, da machen natürlich selbst die Notenbankchefs noch ein Fragezeichen hinter und wollen das natürlich noch offen lassen. Aber wie gesagt, dass wir direkt zu Anfang des Jahres mit Zinssenkungen rechnen können, das ist zuerst einmal vom Tisch und das hat natürlich ganz klar auch dazu geführt, dass wir herbe Verluste an den Börsen einfahren mussten. Ja, der DAX alleine letzte Woche 3,3% im Minus. Das heißt, alles das, was wir uns da aufgebaut haben an guter, an positiver Performance, naja, das, was seit November praktisch an Kursen nach oben gelaufen ist, das wurde dann alles jäh wieder dementsprechend zerstört. Naja gut, jetzt liegen wir heute im Markt und schauen wir mal drauf, kurz unter der Marke von 14.000 Punkten. Wir liegen aktuell in etwa bei 13.980. Also der Markt versucht schon, sich ein bisschen aufzubäumen, dagegen zu arbeiten. Aber die Frage, wird das tatsächlich schaffen über die Marke von 14.000 und wird das dann auch nachhaltig sein? Denn wie gesagt, wir können auch durchaus nochmal, wenn wir nach unten fallen, in Richtung 13.500 gehen. Na, das müssen wir dementsprechend abwarten, brauchen halt eben Impulse. Ja, und ich hoffe halt eben darauf, dass vor allen Dingen die großen Kapitalsammelstellen wie die Fonds, die Vermögensverwalter, dann doch noch ein bisschen Window Dressing betreiben. Das heißt also im Markt nochmal einkaufen, gerade die Aktien, die sich natürlich relativ gut entwickelt haben, damit man Ende des Jahres seinen Kunden auch ein bisschen Performance bieten kann. Das könnte natürlich nochmal ein solcher Impuls sein, wenn die großen Kapitalgesellschaften dementsprechend viel, viel Geld in den Markt hineingeben. Aber wie gesagt, auch da darf und muss man tatsächlich ein paar Fragezeichen hintermachen. Jetzt haben wir zuerst einmal eine Konsolidierung, eine leichte Korrektur. Die war allerdings natürlich auch schon fast ein wenig herbeigesehnt worden, damit uns der Markt nicht zu sehr überhitzt. Aber wie gesagt, was wir diese Woche noch an Punkten erreichen können, da müssen wir tatsächlich mal ein paar Fragezeichen hintermachen. Wie gesagt, abwärts 13.500, das wäre durchaus nochmal möglich. Da verläuft auch gerade die 200-Tageslinie. Ansonsten, wenn wir drauf schauen, ja, wir warten oder hatten heute einen IFO-Geschäftsklima-Index, aber der war weder Fisch noch großartig Fleisch, muss man dazu sagen. Und somit schauen wir mal auf ein paar Einzelnachrichten. Ja, der Arbeitskreis Aktienindizes der Deutschen Börse AG hat ja vor ein paar Wochen getagt und 2-3 Wochen später werden ja dann die Änderungen umgesetzt. Ja, und somit, Entschuldigung, bekommt Porsche jetzt den Ritterschlag, nämlich seit heute wird die Porsche AG dann auch unter den DAX 40
zu finden sein. Und dafür musste dann der Sportartikelhersteller Puma weichen. Die sind jetzt in Zukunft nur noch dementsprechend im MDAX zu finden. Ja, und die Porsche-Aktie hat sich ja relativ gut nach oben entwickelt, liegt aktuell bei 95 Euro. Also seit Börsengang, und das ist ja mal gerade 2,5 Monate her, hat die Aktie immerhin 13% gut machen können, lag sogar im Hoch mal bei der Marke von 110 Euro. Ja, ansonsten, wenn wir mal hinschauen, was hat sich getan in den Indizes? Ja, Puma, habe ich gesagt, geht in den MDAX und schickt daraufhin Varta in den SDAX. Varta, ja, eine der Aktien, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ordentlich unter Druck steht, teilweise über 50% verloren hat. Also, die werden in Zukunft dann nur noch im SDAX zu finden sein. Ja, und wenn wir auf die Einzelnachrichten schauen, da haben wir natürlich heute außerordentliche Hauptversammlung bei Uniper. Und zwar sollen die natürlich heute dazu führen, dass die Aktionäre online über die Rettung des angeschlagenen Energieunternehmens abstimmen. Und zwar geht es ja darum, dass Uniper verstaatlicht werden soll. Und da geht es natürlich weiterhin um ein milliardenschweres Rettungspaket. Und das halt eben Uniper letztlich nicht zusammenbricht. Ja, die Aktie nur noch ein Schatten ihrer selbst, 2,87 Euro, geht heute ein halbes Prozent runter. Ja, interessant natürlich auch Elon Musk und seine Aktivitäten bei der Plattform Twitter. Ja, wir hören ja immer wieder auch, dass man sagt, zwischen Genie und Wahnsinn, da ist es natürlich nur ein kleiner Schritt, und der Tesla-Gründer und Betreiber von SpaceX und jetziger Besitzer von Twitter kommt ja da immer regelmäßig in die Kritik hinein, und jetzt will Elon Musk tatsächlich die Twitter-Nutzer über seinen Chef Posten beim Kurznachrichtendienst abstimmen lassen. Also mal schauen, was bei dieser Abstimmung rauskommt. Kommt auf jeden Fall bei Twitter relativ gut an. Die Aktie aktuell bei 2,6% im Plus. Aber viele sehen halt eben die Eskapaden von Elon Musk mehr oder minder aber schon auch als Gefahr, vor allen Dingen für Tesla. Naja, und ansonsten, wenn wir mal drauf schauen, wir haben diese Woche natürlich nicht mehr allzu viel von Unternehmensseite aus. Also dementsprechend schauen wir noch auf ein paar Konjunkturdaten diese Woche, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Aber das wird natürlich eine sehr, sehr ruhige, wahrscheinlich vorweihnachtliche Woche, wie gesagt, falls da nicht nochmal positive Impulse kommen könnten. Heute zuerst einmal wichtig im Blickpunkt natürlich ganz klar die Marke von 14.000 Punkten beim Leitindex, beim DAX. Wir sehen uns diese Woche nochmal wieder, und zwar am Mittwoch, das heißt nochmal kurz vor Weihnachten, dann werde ich Ihnen meinen letzten Bericht für dieses Jahr natürlich zukommen lassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nach wie vor eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie mir gesund, aber bitte bleiben Sie auch auf jeden Fall investiert.